Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Darkest Dungeon 2. Wir wollen jetzt aufbrechen und zwar wollen wir die Region das Dickicht betreten. Wir wollen die Reise fortsetzen. Wie ihr seht, ein ganz freundliches Gebiet. Rewards only. Resignation. So. Genau, wenn man eine Region betritt, kann es sein, dass sich die Karte halt komplett, also dass ein paar Orte auf der Karte aufgedeckt werden. Wir sehen hier so grünliche Pfade oder gelblich und so blaue unterbrochene. Blau heißt eigentlich immer, dass man auf einen Kampf trifft. Und diese unterbrochenen Linien auch. Durchgezogene Linien, die dann so gelb sind, da sollte auf dem Weg nichts passieren. Hier sind dann Begegnungsorte, die mit einem Fragezeichen, da weiß man halt einfach noch nicht, was los ist. Dort, wo so Kerzensymbole sind, sammelt man dann diese Kerzen der Hoffnung mit ein. Also je mehr man davon besucht, desto mehr bekommt man. Ja, dann haben wir verschiedene Symbole. Was haben wir denn hier? Das ist ein Wachturm. Da kann man dann halt wirklich die Map komplett aufdecken lassen. Das sind Hilfesuchende. Da kriegt man halt immer, kann man die Flamme wieder auffüllen lassen. Wir haben die Oase. Da geht es so ein bisschen um Stressheilung. Hort ist quasi so ein Mini-Dungeon, wo es dann auch einen Boss gibt. Oder sage ich mal, einen Zwischenboss gibt. Und hier hinten ist Bollwerk des Vergessens. Das ist einfach sozusagen ein Kampf, den man auf jeden Fall machen muss, bevor man zum nächsten Gasthof kommt. Und dort ist der Gasthof. Wenn man diesen Gasthof dann erreicht hat, ist man quasi, hat man die Region abgeschlossen. Ja, wir können uns jetzt aussuchen zwischen Fragezeichen und Fragezeichen. Was hatten wir denn als Ziele? Wir müssen eine Oase besuchen. Also, ja. Blut und Licht, Kerzenchance bei Inversoren plus 100%, bei Kultisten plus 100%, im Hort plus 100% und in der Kreaturenhöhle. Also hier kann man viele, viele Kerzen bekommen. Jetzt haben wir hier für Ziele Lazarett, Hoffnungsschimmer, das ist ein Item. Wir müssen die Grotten betreten und Hilfe suchen. Das sind alles so Sachen, die man gut nebenbei dann mit erledigen kann. Oase. Können wir doch direkt. Also der Weg ist erstmal total egal. Das heißt, wir nehmen dann jetzt einfach mal den rechten Weg, damit wir zum Wachturm kommen und die ganze Region aufdecken können. Das müsst ihr. Da müsst ihr die Kutsche dann steuern mit A oder B. Welchen Weg ihr denn nehmen wollt. Ja, während der Fahrt können ein paar Ereignisse, warte, ich bremse mal kurz, auftreten. Entweder die sind halt wieder gelb, das heißt, das ist was Positives, entweder wieder Beziehungspunkte, die sich ausbilden, oder etwas so sozusagen Affinitätsgespräche, oder halt auch so Sachen wie Stress. Jetzt haben wir gerade gesehen, sie hat Stress bekommen. Wahrscheinlich mag sie den Ort nicht so. Oha, gleich eine Kreaturenhöhle. Okay, das ist auch eine Sache, die habe ich noch nicht so oft gemacht. Wir gehen einfach mal rein. Erstmal muss ich hier Tutorial wieder wegklicken. Höhle betreten. Also, jetzt hat man nochmal die Auswahl zwischen unten, seht ihr das denn, entweder kämpfen oder so ein Türsymbol, das heißt, man flüchtet, verliert dann aber auch Fackellicht. Hier würden wir einfach nur flüchten. Ich würde aber gerne tatsächlich kämpfen. Also kämpfen wir. Das finden die Ladies nicht so gut. Die Jungs aber schon. Ist halt so. Man wird, glaube ich, nie Einigkeit in der Gruppe haben.
Okay, wir haben ein paar Spinnen. Wir haben... Ja, es sind Kreaturen. Man muss Kreaturen bekämpfen. Die haben alle Ausweichen, bis auf das hier. Wie viel Leben haben die denn so? Okay, es geht. Hacke ins Gesicht hier. Oh, ich war benommen. Oh, Gift, ich wollte gerade sagen, das klingt nach Gift. Er ist jetzt blind, das heißt, der Angriff verfehlt 100%. Oh, Gott. Aber meistens verfehlt er, wenn man blind ist. So, ein Vieh schon mal weg. Puh, treffen wir den Hundi? Ich kann auch einen gezielten Schuss nehmen. Dann können wir mit ihr nämlich schon mal auf diese Spinne dort gehen. Haben eine Combo ausgelöst. Aua. The slow suffering begins. So, wir können sowas wie Gifthauch heilen. Mit der Gefechtsmedizin. Man hat allerdings nur 3 Stück pro Kampf. So, er kommt nicht an die da hinten ran. Dann gehen wir mal. Wir fangen mal an, hier ein bisschen die Ausweichentoken abzuarbeiten. Also, wenn man so Sachen wie Block ausweichen hat, dann sieht man ja hier, wenn es einmal da ist, sieht man das Symbol. Und wenn dann noch so weiße Pünktchen sind, sieht man, wie oft halt, ne, dieses Ausweichen noch da ist. Und jetzt. Ach, perfekt. Ist nicht einmal ausgewichen, der Hund. Richtig gut. So, wieder ein Messer auf die dicke Spinne. Genommen und schwach. Verwundbar. Ne, wir wollen die weghaben. Perfekt. So. Hier hat auch kein Ausweichen mehr. Das ist auch sehr gut. Ja, da hat er verfehlt. Achso, wenn man hier über die Gegner fährt, sieht man natürlich auch die Gegner-Stats. Also, die haben zum Beispiel 60% Chance, Gift zu widerstehen. Da wir jetzt aber nichts anderes haben, nehmen wir trotzdem den Giftschlag. Okay. Wie lange... Ich weiß gar nicht, wie lange diese Kreaturenhöhle läuft. Ich bin mal gespannt. Ob das... Wie viele Wellen das jetzt, sag ich mal, sind. Die haben alle Ausweichen. Das ist echt doof. Bravo. Wow. Nicht schlecht. Machen wir den gleich weg. An opportunity. Da ist er mal ausgewichen. Squandered. Kriegt er aber auch ein bisschen Gift ab. Pistolenschuss. Und wir vergiften mal den hier. Ach, der wird wahrscheinlich wieder stehen. Ah, jetzt blutet er. Und wir haben eine Krankheit bekommen. Toll, gut. Boah, dieses Ausweichen mit den Hunden, ne, das ist anstrengend. So. Weg. Another impediment. Cleared with impunity. So, dann müssen wir schießen. Und hier werden wir jetzt mal heilen.
Relief comes rarely in these times. Savor it. Ja, also bei Darkest Dungeon läuft es meistens so, ne, dass man eher tot als lebendig ist. Deswegen bin ich gerade noch nicht so panisch. Weil man meist immer sehr angeschlagen ist. 60%. Wir können mal Vorsorge machen. Das ist ein Buff, dass man halt mehr Widerstand gegen alles hat. Hm. Ich würde lieber den, glaube ich, erstmal wegmachen. So, und an die müssen wir jetzt leider mal ran. Das gibt jetzt kaum Schaden. Der heilt sich, okay. Und er hält Crit und zweimal Block. Okay. Dann versuchen wir ihn. Ach nee, vergiften bringt bei dem nichts. Bravo! Ja. Aber das haben wir nicht. Widerstand gegen Guten und Widerstand gegen Vergiftet, okay. So, der Gegner ist jetzt an der Schwelle des Todes. Schwelle des Todes gibt's auf beiden Seiten. Jeder nächste Treffer kann tödlich sein. Das heißt, wenn man jetzt, sage ich mal, seinen Lebensbalken verloren hat, heißt es nicht sofort, dass man tot ist. Man kann auch gegen die Schwelle des Todes widerstehen. Ja. Ja, ihr habt es gerade gesehen, nach dem Kampf heilt man einen gewissen Prozentsatz. Let it die. Okay. Also, wir haben zerstörerische Zähne. Zustellung zum Gasthof gewährt. Günstigere Preise für alle Kutschengegenstände plus 1 Meisterschaft. Aha. Kenne ich noch nicht. Klingt interessant. Dann haben wir ein Laugenpulver. Damit kann man einfach Leichname entfernen. Und das ist ein Gasthofswiderstand. Widerstand gegen. Bewegen müsste das eigentlich sein. So, wir haben die Tollwut. Das heißt, zu Rundenbeginn haben wir 7% Chance zu erblinden oder 3% Chance stark zu sein. Und wir haben 5% weniger Max-LP. Wir haben einmal Gegengift, das rüsten wir aus. Und einfach mal das Ruder. Alles, was man ausrüsten kann, also Accessoires oder Kampfgegenstände, würde ich so schnell wie möglich ausrüsten, damit man einfach mehr Platz in der Kutsche hat. So, dann auf zum Wachturm. Wenn man, ich halte nochmal an. Eben hat man ja gesehen, wenn man von der Abbiegung ist, sind über den Köpfen die Symbole, wo die hinwollen. Erfüllt man den Wunsch, wird Stress geheilt. Erfüllt man den nicht, kommt Stress dazu. Ganz einfach. Die Geschichte. Da ist wieder Beziehung aufgeploppt. Der ist jetzt gestresst. Also man kriegt nicht immer alles mit. Man sieht zwar, dass es aufploppt. Aber ich habe da auch schon ein paar Sachen mal übersehen. Besonders, weil das so häufig miteinander aufploppt. In all directions. Destruction has claimed dominion. So, dann schauen wir mal. Okay. Wir haben als nächstes die Möglichkeit, zum Heldenschreien oder zur Hilfesuchenden zu gehen. Was sagt die Fackel? 86 sieht noch gut aus. Das heißt, ich würde zum Heldenschreien gehen. Dann würde ich die Oase besuchen und dann die Hilfesuchenden. Ja. Oh, guck mal, ihr seht hier, wir haben die Kreaturenhöhle abgeschlossen und dadurch ist eine Abscheu weggegangen. Ja, dann gehen wir zum Heldenschrein. Okay, die wollen alle zu den Hilfesuchenden, ist mir egal. Wir gehen zum Heldenschrein.
confronting the past, we learn to face the future. Und zwar geht es hier um die Heldenentwicklung. Wir nehmen einfach mal den Waffenknecht. Jetzt kommt so ein bisschen die Geschichte des Helden. Man at Arms. Chapter 1. A premature promotion. Weiter. The politics of a military career are perhaps as treacherous as war itself. Though untested in combat, his acumen for advancement was unmatched. Through a dubious campaign of influence and intimidation, he had at last claimed a coveted command and was eager to bask in the glory of the victories that were sure to come. So, hier haben wir jetzt ein bisschen Geschichte gehört. Ist ein Kriegsveteran in dem Sinne. Und jetzt haben wir einen Meisterschaftspunkt bekommen und eine neue Fähigkeit, Kampfgebrüll. Können wir uns auch gleich mal angucken. Man kann immer nur 5 Fähigkeiten haben, aber man kann die, solange man nicht im Kampf ist, jederzeit wechseln. Zwei Schmettern möchte ich behalten. Ich glaube, das möchte ich nicht ausrüsten. Das ist eine Fähigkeit, die... Also kann natürlich nützlich sein. Wobei, die kann sehr nützlich sein. Ich rüste sie mal aus. Stellung halten. Die nehmen wir mal weg. Wir nehmen mal das Kampfgebrüll rein. Das entfernt nämlich Gegenschlag. Das ist gar nicht so verkehrt. Okay, Map wieder aufmachen. Und dann geht's jetzt zum Porter. Ich weiß gar nicht, ob wir schon so viele Relikte haben. Ich glaube nicht. Gucken wir doch mal, was er hat. Wir haben 6 Stücke, das ist nicht ganz so viel. Ich hätte nämlich eigentlich gerne, aber das hat er gerade gar nicht im Angebot. Dann will ich es auch nicht. Ja, also wir sehen hier, gegen die Schmuckstücke kann man halt Accessoires eintauschen, gegen Relikte, andere Gegenstände. Gut, dann verlassen wir ihn. Was ist bei dir denn los? So, wir haben Kampfgegenstand. So, ausrüsten. So, Kutsche weg, Inventar weg. Und wir wollten jetzt zur Oase. Wir sehen, der Weg ist blau und unterbrochen. Das heißt, hundertprozentig erreicht uns ein Kampf. Los, Fahrkutsche. A sanctum of tranquility. So, jetzt haben die Gegner schon Kampfvorteil. Weil wir unter 16% Kutschland mit der Fackel. Okay, wir wollen als erstes den Avalesten-Schützen weg haben, weil der haut extrem viel rein. Achso, wir sind jetzt, wir haben jetzt einen Straßenkampf und die enden immer nach 5 Runden. Wenn man die Gegner nicht getötet hat, endet er trotzdem. Man kriegt dann halt bloß nicht die Belohnung. Sehr schön. Boah, sehr gut. So, jetzt können wir uns um den Dicken kümmern. Den vergessen wir mal. Der bufft sich. Das ist das mit dem Gegenschlag. Wir müssen leider trotzdem drauf. Und hier auch. Wir nehmen die Hacke ins Gesicht, denn die ignoriert Loch. Das finde ich ganz wichtig. Ja, wichtig tatsächlich. Weil Block hält so viel Schaden ab. Aber wir nehmen, kriegen den gut down.
haben noch Gift-Tick drauf. Da ist er auch schon tot. Also super einfach geschafft. The past is gone. Guck mal, plus 1 Meisterschaft schon wieder. Let it die. Nehmen wir gerne mit. Ich glaube, nach der Folge muss ich mal Pause machen, meine Stimme mag nicht mehr. Ich muss auch sagen, ich hatte richtig dicken Hals. Ich hatte auch gar keine Stimme mehr, als ich krank, so richtig krank war. So, was haben wir da zur Option? Gehen? Nein. Plus 5 Fackel, minus 5 Stress. Das klingt schon mal nicht schlecht. Gehen. Oder das gleiche. Dann machen wir das. Okay, erste Beziehung. Respekt. Eine positive Beziehung. Sehr schön. Die müsste eigentlich mal ein bisschen befreit werden vom Stress. So, und jetzt gehen wir auch zu den Hilfesuchenden. Denn wir brauchen wieder ein bisschen mehr Fackellicht. Aber ein Kämpfchen wird uns auch noch erwarten. Da vorne. Hier würde ich ihn als erstes wegmachen, weil der Bischof, der wird ganz schön rumstressen. Also der ist jemand, der Stressschaden verteilt. Und das wollen wir nicht. Jetzt bufft er sich erstmal, ermöglicht den Einsatz einer mächtigen Fähigkeit. Wir können nur vorne. Na gut. Immer auf den gleichen. Weg mit rein. Oh, oh. Okay, nur 2 Stress. Das geht noch. So, jetzt ist er weg. Kann er nicht mehr stressen. So, er hat noch 5 AP und kriegt 6 Giftschaden. A slow dissection. An unavoidable end. Das heißt, ich gehe jetzt noch nicht mal auf ihn, sondern versuche den anderen erstmal auch ordentlich zu schwächen. Der ist nämlich jetzt, also sobald man an der Schwelle des Todes ist, kriegt man ja einen Debuff und schwach. Das ist jetzt einer davon. So, ist eigentlich egal, wen wir nehmen. Ja, Beziehungen bewirken Random-Effekte. Hier hat er jetzt Schild bekommen. Das ist wirklich ganz random, was passiert. Und da das relativ häufig aufploppt, also so, ne, Beziehungseffekt, hofft man auf positive Beziehungen, weil die negativen Effekte sind nicht so schön. Oder man könnte das Leben ganz schön zur Hölle machen. Also ich bin oft, also meine Gruppen sind oft gescheitert, wenn wirklich alle Beziehungen negativ waren. Und die sich dann echt gegenseitig runtergemacht haben, ja. So. Wir wollen aber auf jeden Fall Wackellicht. Ja. Jetzt sind wir wieder bei 66. Und ein paar Kampfgegenstände. Die rüsten wir auch sofort aus. So. Dann nimmst du aber mal das. Das ist besser. Das heilt nämlich so Effekte. Und dann gibt es jetzt nur noch für uns die Option, dass wir gegen Invasoren kämpfen. Perhaps you are finding your courage at last. Oh, negative Beziehung.
Das sehe ich nicht so gerne. Der vergessene Vorposten. So. Ich würde sagen, wir kämpfen. Wir hätten kämpfen oder gehen können. Aber ich möchte kämpfen. So, wir werden ihn wieder als erstes los, denke ich mal. Weil wir können den auch... Ne, wir machen weiter. Wir haben Ausweichen bekommen. Nehme ich. Gerade widerstanden. So, einmal Kampfgebrüll. Das ist mir jetzt der Gegenschlag weg. Wir können ganz in Ruhe auf den Dicken gehen. So, er macht ihn jetzt hoffentlich weg. Den Leichnam entfernen wir mal. Kampfgegenstände, seht ihr, ne, verbrauchen keine Aktion. Muss man aber halt, bevor man angegriffen hat, einsetzen. Sonst funktioniert das nicht. So, du heilst mal deine Blutung. Mal sehen, ob du ihn vergiftet bekommst. Nee, schade. Oh, sehr schön. Er hat jetzt eine Stärkung bekommen, dadurch, dass er an der Schwelle des Todes ist. So, hat gereicht. Eine Meisterschaft wieder, oh, und sehr viel Belohnung. The loathing abates. So, dann gucken wir doch mal. Wir haben 33 Widerstand gegen Bluten. Gebe ich jetzt mal dem Tank. Jeder Verbündete zum Kampfbeginn 33% Chance geblockt. Erhalt beim Verfehlen. Schwach. Das geben wir hier einfach mal. Okay, und dann geht's jetzt noch zum Bollwerk des Vergessens. Das machen wir jetzt in der Folge noch. Also wir gehen bis zum nächsten Gasthof. Ich hatte ja nicht gedacht, dass wir so gut durch die Region kommen. So, Bollwerk des Vergessens. Das sind Kultisten. Das sind recht starke Gegner, die sehr nerven. Wir müssen als erstes diesen kleinen Fleischmobs hier unten kaputt machen, weil ihr seht, er kann heilen. Und das will ich nicht. Wir haben leider keine Fähigkeit für da hinten. Ah, da müssen wir halt hier vergiften. Und die hauen einfach unglaublich viel Schaden raus. Okay. Dann mal die Verbrennung direkt heilen. Und dann auf den Fleischmops bitte. Der hat auch noch so viel Leben, ne? 20. Den müssen wir gleich mal heilen. Ja, ich brauche so viel zu heilen. Okay. 8 LP. Ich hoffe, wir kriegen das. Early results. Sehr schön. Das tat jetzt gut. Und was
ihn weiß ich noch nicht, was er so macht. Die hauen viel Schaden raus. Ich glaube, ich gehe erstmal auf den Herold. Oh, Beziehung getriggert, wir haben mit Schaden gemacht. Mit Gifthauch drauf, sehr schön. Steady yourself. So, jetzt heilen wir erstmal. This wound at least has been tended to. Ah, der stresst ganz doll, okay. So. Wir versuchen ihm jetzt einfach viel Gift drauf zu hauen. Ich mach mal Zuspruch. Steady yourself. Ja, wir haben Gott sei Dank den Heiler schon, ne? Sind schon losgeworden. Das ist viel wert, auch wenn man das vielleicht jetzt gerade nicht so sieht, aber. Ob uns der erste Held schon stirbt. Steady yourself. Sehr schön, Widerstand. Der Tod kommt sehr schnell gerne. Das ist Brandsalbe. Wie ihr das macht. Du hast doch gar nicht gebrannt. Wir hauen jetzt hier mal mit drauf. Er kommt halt da hinten nicht ran. Ich glaube, ich muss gerade mal vergiften, danke. So, du heilst. Dragged back from the brink. Beziehung wieder verbessert. Wendy, habt ihr ja gerade gesehen, oder kann ich da kurz rein? Wenn die kleinen Bubbles sozusagen, also drin schwarz sind, ist die Beziehung noch da. Auch wenn das dann wieder zurückgeht, sozusagen. Eben haben wir ja gesehen, wir waren nur bei 3, aber diese, ja, Beziehung war noch ausgeprägt. Verschwindet nicht sofort. So, dann los geht's. Nächsten Niedermetzeln. So, Gifthauch ist drauf. Also ausweichen ist halt super nervig. Oh, wir kriegen Start. Kein weiterer Schaden. Dann nehmen wir einfach mal Hacke ins Gesicht. Natürlich ausweichen. Er kriegt jetzt Crit, okay. So, ich kriege da auch noch klein. Ne? Schön Giftschaden drauf stacken. Malaise measured and steady. Ist jetzt weg. Jetzt könnte er den letzten Schlag tatsächlich. Ja, sehr schön. Niemand ist verloren. Das geht so schnell. Und wir haben einen dunklen Impuls bekommen. Das sind Kultisten-Artefakte. So.
Ja, dann geht's jetzt erstmal zum Gasthof. Und dort können wir uns dann hoffentlich ein bisschen regenerieren. Ja, das machen wir dann sozusagen erst in der nächsten Folge. Wir haben die zweite Region abgeschlossen. We would come here in summers of years gone to write, think and rest. Ja, Paracelsus hat ihr Heldenziel abgeschlossen. Es herrscht Respekt zwischen Dismas und Paracelsus. Wir haben Tollwut. Audrey erhält Tollwut. Oh, wir haben neue Ticks. Fischkreaturenforscher. Töter. Okay, er ist ein Fischkreaturen. Hier sieht man auch immer, ob das ein positiver oder negativer Tick ist. Griesgrämig, plus 20% auf negative Gespräche. Okkultophobie. Von geheimen Kulten und ihren Machenschaften verängstigt. Wir haben plus 2 Meisterschaft bekommen. Wir haben plus 1. Und jegliche Kutschenausrüstung ist günstiger, weil wir die Zähne abgeliefert haben. Und wir sehen, in der nächsten Region ist die Abscheu wieder gewachsen. Auch weiterziehen. So. Genau, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.